Hey Leute, hier ist der Phoenix und wir machen weiter in Heavy Rain. Ja, wir spielen den guten Norman jetzt und schauen doch mal, was uns jetzt erwartet. Puh, das Spiel hat ganz schön Probleme mit dem Urheberrecht. Da ist einiges an Bearbeitung notwendig, das kann ich euch sagen. Deswegen werden die ein oder anderen Parts vielleicht etwas später dann hochgeladen. Glauben Sie, es dauert lang? Nein, er ist bald fertig. Sehr gut. Ziehen wir noch mal die Brille an. Da gibt es nämlich ein kleines Feature. Beziehungsweise ein kleines Spielzeug. Ich finde die ja immer noch klasse, ne? Panzer? Alles klar. Ja, das können wir jetzt eine ganze Weile machen. Oben links seht ihr die Anzeige, wie oft er den Ball übrigens schon geworfen hat. Die Leute gucken komisch. 21.000 oder ist das 27? 27.709 Mal. Und, ah ne, das ist nur eins. 21.110 Mal, 21.111 Mal. Okay, gut, das reicht jetzt. Er scheint ziemlich viel warten zu müssen. Na gut. Genau, entspannen wir erstmal ein bisschen. Wie so ein kleines Kind, ne? Ich bin weg, Charlene. Ich schaue mir die Berichte später an. Sagen Sie alle Termine heute ab. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden vom FBI ist hier. Jaden, natürlich. Wir haben Sie erwartet. Ich bin etwas in Eile. Kommen Sie mit? Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, sicher. Ich wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Oder passt es Ihnen gerade nicht? Doch, doch. Es passt. Ich muss zur Pressekonferenz. Die sind jetzt täglich. Es ist nicht einfach, immer etwas für die zu finden. Zum Glück haben wir heute Neuigkeiten. Haben Sie schon Lieutenant Nein. Blake getroffen? Ja, heute Morgen. Er hat so seine Methoden, ist aber ein guter Mann. Sie kommen sicher gut klar. Können Sie eine Krawatte binden? Ich glaube schon. Okay. Ehrlich gesagt, ich war nicht scharf auf das FBI, aber die Presse belagert uns. Der Origami-Killer-Fall erwischte uns und ist jetzt von nationalem Interesse. Hunderte von Mördern laufen frei rum. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Hinterlässt Blumen und Origami-Figuren. Kapier das einer. Dann kriegt die Presse Wind davon und wir sind der Mittelpunkt der Welt. Ich bin hier, um einen Serienmörder zu schnappen. Bei allem Respekt, Sir. Alles andere geht mich nichts an. Nein. Natürlich nicht. Ich bitte Sie nur, dass es vorangeht. Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren. Auf einem Silbertablett. Nicht schlecht. Gehen Sie zu Charlene. Sie zeigt Ihnen ihr Büro. Kommen Sie zur Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, Sir. Willkommen im Club, Jaden. Ja, gerne doch. Kein schöner Club, das kann ich euch sagen. gut, unser Büro, das wird auch eine schöne Nummer. Aber das macht uns ja nichts. Ich muss die Assistentin von Perry bitten, mir mein Büro zu zeigen. Ich muss unbedingt arbeiten. Ich habe Blake bei meiner Ankunft gesehen. Vielleicht sollte ich mit ihm reden.
Ich bin bereit. Sollen wir loslegen und über den Fall reden? Ich muss noch was erledigen. Wir reden später. In Ordnung? Okay. Kein Problem. Sagen Sie mir, wenn es Ihnen passt. Okay, dann reden wir später. Ich verdurste. Nie ist ein Wasserspender in der Nähe, wenn man ihn braucht. Da ist er doch. Nein. Irgendwie habe ich die Dinger nur als Kind benutzt. Sonst nie wieder. Ich kann den Typ immer weniger ausstehen. Muss mich vor ihm in Acht nehmen. Warum das denn? Komischer Kerl, dieser Captain Perry. Scheint sich mehr für die Pressekonferenz zu interessieren, als für die Lösung des Falls. Ja, ich werde, wenn es geht, immer die Gedanken auch abrufen der Charaktere, denn manchmal haben die schon interessante Sachen zu sagen. Ich glaube, ich brauche einen guten Kaffee. Haben wir hier Kaffee? Kaffee ist toll. Hören wir uns schon mal das nächste an. Perry hält gerade die Pressekonferenz. Könnte interessant sein, reinzuschauen. Ich sehe mich mal im Revier um. Vertrete mir die Beine. Kaffeemaschine? Tatsache, jawohl. Die finde ich auf Anhieb. Ja, mit den Pads, das ist bequem. Schmeckt der Kaffee auch meistens sehr gut. Also wir hatten selber eine hier. Das ist ein Senseo. Das war herrlich. Aber jetzt haben wir wieder eine normale Kaffeemaschine. Okay. Scheint ihm nicht zu schmecken. Gab genug Sorten, mein Lieber. Man schmeißt den nicht einfach weg. So, dann gucken wir doch mal bei der Pressekonferenz rein. Dort hinten lang ist er gegangen, glaube ich. Schauen wir doch mal da lang. Ich meine, nein. Hier sind Toiletten. Okay, da müssen wir gerade nicht rein. Ich glaube, ich weiß, wo lang. Hoffentlich hat... Nein, hier auch nicht. Oder? Da rechts? Ah ne, das war der Verhörraum, soweit ich weiß. Okay. Oh Leute, ich weiß nicht mehr, wo er lang gegangen ist. Hier? Na, guck doch. Okay, nee, das sind nur Fächer. Hoffentlich wird das Telefon nicht wieder von irgendjemandem als urheberrechtlich eingeklagt. Das Geräusch. Naja. Okay, da ist eine Karte. Ging er hier lang? Ja, das klingt doch danach. Okay, er ist fertig. Mist. Na du? Alles klar? Der Fall ist der Aufmacher in allen Zeitungen. Keine leichte Aufgabe, die Ermittlungen unter den Augen der Öffentlichkeit zu führen. Die Ermittlung wird mir langsam unheimlich. Mann, reiß dich zusammen. Okay. Ah, ich wollte sowas auch immer machen. So einen Fall mit einem abgedrehten Killer und dann verfolgen, wie man in den guten Krimis liest. So, ich glaube, dann reden wir mal mit Charlene oder wie sie hieß. Schöne Uhr. Oh, das ist das Geschenk für unsere neuen Lieutenants. Wir kaufen bei jeder Beförderung seit 20 Jahren immer dieses Modell. Wissen Sie, sowas ist sehr nützlich und es kommt immer wieder gut an. Sie können gern was dazugeben, wenn Sie möchten. Wir brauchen noch was. Ja, klar. Wir Sagen sind ja Sie freundlich. Larry meinen Glückwunsch. Das mache ich sehr gerne. Captain Perry sagt, Sie zeigen mir mein Büro. Ja, natürlich. Kommen Sie. Aber das mit dem Gehen muss ich noch lernen, Leute. In Beyond bin ich auch tausendmal gegen Wände gelaufen. Außer mit Aiden. Damit kam ich gut klar. Das? Das ist mein Büro? Sie sollen hier erstmal warten. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Ja. Schäbige Abstellkammer. Aber naja. Okay, Zeit zu arbeiten. Er ist noch ganz schön jung für einen FBI-Agenten, oder?
Kleiderbügel? Nein. Ich will mir noch was angucken hier. Perspektivenwechsel. Da war's. Okay. Ne, okay. Einfach hinsetzen. Gedanken? Keine Zeit zu verlieren. An die Arbeit. Ja, zuerst einfach. Die Akten analysieren. Wow, ein Wandschrank. Naja, ich wollte einen ruhigen Platz zum Arbeiten und den habe ich jetzt. Ja. Naja, besser als umgeben von 5000 Polizisten, die auf ihre PCs rumtippen, oder? Also da wäre mir das hier lieber. Bisschen sauber machen, bisschen Poster aufhängen, dann klappt das. Komm schon. Starke Mann. Ist doch schon viel schöner. Aber wir haben ja etwas. Machen wir unser Büro mal schöner. Schritt 1. Das Büro wechseln. Ah, herrlich. Ich zeige euch die jetzt mal alle, aber ich weiß schon, welche ich sicher wählen werde. Ja, alles ziemlich herbstlich. Schön, schön. Bunte Blätter. Man hört den Wind und die Vögel. Aber das ist nicht so meins. Öffnen wir das mal. Eine Unterwasserwelt. Unterwannhai. Ja. Aber ich weiß nicht, das wäre irgendwie auch nicht so meins. Da hätte ich die ganze Zeit Angst zu ertrinken oder so. Nein, da waren wir schon. Das hier. Und ich glaube, wir sind auf dem Mars gelandet. Ja, Ödland-Ebene. Also meins wäre es nicht. Nein. Das hier ist es. Das ist mein Büro. Luftige Höhen. Flüsse, die man von oben betrachten kann. Das ist schön. Das gefällt mir. Das wählen wir auf jeden Fall. So, die Akten wollte er zuerst durchgehen. Oh Leute, was wäre das genial, damit zu lernen? Da. Das gleiche Ritual. Ein Origami in der Hand, Orchidee auf der Brust. Die Opfer sind beim Auffinden weniger als 6 Stunden tot. Sie sind also noch ein paar Tage am Leben, bevor sie ertränkt werden. Über 3500 Menschen befragt. Mehr als 100 Verdächtige verhört. Und keine einzige Spur. Boah, ist das grausam, die Kinder ertrinken zu lassen. Ertrinken. Der schlimmste Tod, den ich mir vorstellen kann. 8 Opfer in den letzten 3 Jahren. Alles Jungen im Alter zwischen 9 und 13. Keine Anzeichen von Gewalt. Die Opfer verschwinden tagsüber von öffentlichen Plätzen. Niemand bemerkt irgendwas. Die Leichen tauchen nach 3 bis 5 Tagen auf. Ertrunken. In Regenwasser. Oh Mann, wie kann man sowas nur tun? Okay, zur Geoanalyse schicken. Der Killer hat einen großen Aktionsradius. Er gewinnt schnell an Sicherheit und verlässt den Ausgangspunkt. Was das Geoprofiling nicht einfacher macht. Die haben echte Bilder von den Kindern da geholt, ne? Analysieren haben wir, glaube ich, schon, oder? Nee. Okay, analysieren, Geoanalyse und öffnen ist möglich. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Alles klar. So, dann können wir noch hier die Geoanalyse. Okay, gibt es nichts. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Also es scheint sein Muster zu haben. Und ertrunken am Regenwasser sind sie alle. Der Killer ist weiß.
Zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter Typ. Fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Das liest ja alles mit der Brille raus, ne? Unglaublich. So, entfernen. Ertrinken und verbrennen. Die schlimmsten Tode. So, Hinweise. Ja, das waren die Reifensprung, glaube ich. Der Killer fährt wahrscheinlich einen 83er Chevrolet Malibu. Okay. Das hilft uns doch schon mal weiter. Oder auch nicht. Na gut. Dann zur Orchidee. Eine verbreitete Art. Das hilft nicht viel. Symbol der Unschuld steht da. Die Orchidee ist sehr verbreitet. Die gibt es in jedem Blumenladen. Das ist doof. Aber wir haben ja 1000 Polizisten. Passt schon. Konnten Daten durchgucken und so. Wenn es so einfach wäre. Keine Abdrücke oder Hinweise. Hilft nicht gerade viel. Aber ich glaube, hier gab's was. Nur ein Origami-Geschäft in der Stadt. Ja. Wenn die sowas wie eine Kundenliste haben, könnte das ein Anhaltspunkt sein. Umgebung. Nein. Ach nee, Quatsch, die Umgebung wollen wir ja gar nicht. Karte. Okay, wir haben nichts wirklich eingetragen. Das Origami-Ding, das Geschäft könnte uns doch helfen. Aber ich meine, die Akten haben wir alle schon durch. Ja. Gut, dann können wir das schließen. Das ARI. Oder ARI. Ich nenne es ARI. Ja. Schon wieder. Ich wasche mir lieber das Gesicht. Ich muss etwas nehmen. Ich werde sonst ohnmächtig. Der Gute hat nämlich ein Problem. Schon alles okay. Ich weiß, ich schaff das. Ich weiß, ich schaff das. Bah! Ich fühle mich scheiße. Komm schon. Nein. Wir werden kein Tripto benutzen. Der Gute scheint nämlich abhängig danach zu sein und wir wollen... Ist alles in Ordnung, Sir? Das nicht. Keiner. Keiner darf es sehen. Okay, bemühe dich nochmal zu gehen. Verdammt! Okay, komm. Ich drück doch! Okay, für die Gedanken war gerade keine Zeit. Verdammt. Scheint, als hätten wir es geschafft, das zu verbergen. Ah, den kennen wir doch. Oder? Nein, den da. War nur ungefähr dieselbe Jacke. Das ist Lieutenant Blake, Mr. Maas. Erzählen Sie ihm, was passiert ist. Es war heute Nachmittag. Ich ging in den Park mit meinem Sohn Sean. Wir haben ein wenig zusammen gespielt. Dann wollte er auf das Karussell, also setzte ich ihn auf eines der Holzpferde. Und als ich mich umdrehte, war Sean verschwunden. Um exakt wie viel Uhr waren Sie im Park?
Überlegen Sie genau, Mr. Mars. Jedes Detail kann wichtig sein. Es war ungefähr... Oh, keine Ahnung. 16.15 Uhr, schätze ich mal. Ja, nein. 30, glaube ich. Ich bin nicht sicher. Ja, jetzt habe ich zu lange gewartet. Was trug Ihr Sohn, als er verschwand? Er trug eine Jacke. Die war beige, das weiß ich. Also eigentlich beige. Weiß. Und eine Hose. In grün. In grün. Wie konnte Sean verschwinden, ohne dass Sie es merkten? Waren Sie nicht bei ihm am Karussell? Ja, klar. Ich war nicht weg. Ich habe dem Karussell nicht zugesehen. Wie konnte Sean dann verschwinden, wenn Sie das Karussell die ganze Zeit im Auge hatten? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es einfach nicht. Oh, verdammt. Sie waren mit Ihrem Sohn nach der Schule im Park. Sie meldeten sich hier um 20.15 Uhr. Warum sind Sie so spät zur Polizei gekommen? Ich ging nach Hause und wartete dort auf ihn. Ich dachte, er ist mit einem Freund weg und kommt bald heim. Hatte Sean möglicherweise Schwierigkeiten, Mr. Mars? Irgendeinen Grund, wegzulaufen? Nein. Nein, ich glaube nicht. Gab es Ärger in der Schule? Irgendwelche Probleme zwischen Ihnen und Ihrer Frau? Okay, da sind wir besser ehrlich. Meine Frau und ich leben seit einem halben Jahr getrennt. Aber Sean würde nie weggehen, ohne uns Bescheid zu sagen. Okay, das war's für den Moment. Sie können gehen, Mr. Mars. Wir suchen Sean die ganze Nacht. Wir werden uns melden, wenn wir Sie brauchen. Glauben Sie, der Origami-Killer? Hören Sie, vermutlich ist Ihr Sohn nur weggelaufen und kommt bald wieder. Und wenn es der Origami-Killer ist? Dann haben wir noch 4 Tage, um ihn lebend zu finden. So ein Arschloch. Entschuldigung. Haben Sie was? Nein, noch nichts. Aber Sie suchen die ganze Nacht. Glaubt man, dass es der Origami-Killer ist? Grace, das kann man noch nicht sagen. Aber es ist eine Möglichkeit. Was ist passiert, Ethan? Wie konntest du Sean verlieren? Du hättest ihn nie aus den Augen lassen sollen. Verdammt, ist es denn so schwer, auf ein Kind im Park aufzupassen? Warum hast du ihn allein gelassen? Warum? Hat Jason zu verlieren nicht gereicht? Entschuldige. Das wollte ich nicht sagen. Ich vermisse ihn so sehr. Jeder Part ein neuer Tiefschlag. Aber ich sehe, eigentlich ist der Part gleich vorbei. Gucken wir mal, ob wir das hier noch unterkriegen. Aber dieses Verhör, die Nachrichten haben so gewackelt, ich wusste gar nicht, welche Taste jetzt welche Antwort war. Und wenigstens war die Kleidung richtig, das weiß ich noch. Scott Shelby. Schönen guten Abend, Sir. Ja. Kann ich Ihnen helfen? Das hoffe ich. Ich bin Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte ein paar Fragen.
Mein Sohn ist tot, Mr. Shelby. Mehr habe ich nicht zu sagen. Okay. Ich habe auch jemanden verloren. Ich weiß, was ich fühle. Dann verstehen Sie auch, dass ich darüber nicht reden möchte. Ja, das verstehe ich, aber... Der Killer hat noch ein Opfer entführt. Einen 10-Jährigen. Wie Ihren Reza. Hören Sie, ich habe genau 4 Tage, bevor wir seine Leiche irgendwo finden werden. Niemand tat etwas für meinen Sohn. Also, würden Sie jetzt bitte gehen? Okay, kann man verstehen. Haben Sie Inhalatoren? Meiner ist alle. Dann war ich wenigstens nicht ganz umsonst hier. Ja, ganz hinten, rechts. Danke. Donuts. Ich will Donuts. Okay. Die Frage ist jetzt, woher wusste Scott Shelby, dass Sean verschwunden ist? Gut, als Privatdetektiv hat er wahrscheinlich Kontakte zur Polizei, ne? Guten Abend. Suchen Sie nach etwas Bestimmtem? Gib mir die Kohle aus der Kasse. Keine scheiß Spielchen. Mach die Kasse auf, Arschloch. Hol das Geld raus. Oh oh. Okay, aber ich muss einen kurzen Cut setzen, damit wir das noch vollständig erleben können. Tut mir leid. Okay, es geht weiter. Also eben auf dem Gang lagen Chips auf dem Boden. Da gehen wir besser nicht lang. Sie haben nicht das Recht, mein Geld zu stehlen. Ich habe hart dafür gearbeitet. Sie kriegen es nicht. Ach verdammt, ich habe den falschen Gang geholt, glaube ich. Hey, Sie! Das ist jetzt ein Witz, oder? Kommen Sie! Kommen Sie her! Hände hoch! Hände hoch! Keine Bewegung, oder ich schieße! Ich bin Scott. Und Sie? Wie heißen Sie? Andrew. Ich heiße Andrew. Keine Panik. Ganz ruhig. Niemand will Sie verletzen. Wir bleiben alle ganz ruhig und alles wird gut. Ja, ich bin cool. Alles wird bestimmt wieder gut. Sehr schön. Sie wollen doch keinen erschießen, oder? Wir werden ganz bestimmt eine Lösung für das hier finden. Ein kleines bisschen. Sie sind kein Killer, oder? Sie wollen nur ein paar extra Dollar, kein Blutbad. Ich bin kein Killer. Kein Killer! Okay, erst noch reden. Hey, das ist es nicht wert. Weg mit der Waffe. Und gehen Sie. Quatschen Sie mich nicht voll. Kümmern Sie sich um Ihren Scheiß. Oh oh. Haben Sie jemanden, der Ihnen wichtig ist? Eine Freundin? Familie? Ja. Ein kleines Mädchen. Ein kleines Mädchen. Sie heißt Jessica. Was würde Jessica jetzt von Ihnen denken? Fragen Sie sich. Was wird aus ihr, wenn es schief geht? Nicht schlecht. Fast hätte ich die Scheiße geglaubt. Okay. Und jetzt, Geld her! Komm schon. Nicht wieder versauen. In dem Spiel geht das ganz schön schnell. Puh. Ich glaube, der Kassierer konnte hier auch sterben. Tausend Dank, Sir. Ich weiß nicht, was ohne Sie hier passiert wäre. Na, dann war ich nicht umsonst hier. Schönen Tag. Als mein Junge, Reza, verschwand, bekam ich einen Brief mit einem Schließfachschein. Im Schließfach fand ich diesen Karton. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ist wahrscheinlich eine Nachricht von dem Mann, der mir meinen Sohn genommen hat. Darf ich?
Bitte, nehmen Sie den Karton. Vielleicht nützt er Ihnen etwas. Mir hat er nicht geholfen, Reza zu retten. Aber vielleicht hilft er Ihnen, den kleinen Jungen zu finden. Eine grüne Eidechse. Mr. Shelby? Ich glaubte schon langsam, dass man nichts Gutes an diesem Ort finden könne. Aber ich habe mich geirrt. Ist ja Gott sei Dank nochmal gut ausgegangen. Boah, ich habe schon gedacht, jetzt hätte ich es versaut. Aber, Moment. Ich muss den Part leider hier beenden. Wir werden eine neue Hauptperson kennenlernen. Die gute Madison, so viel kann ich schon sagen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, oh Gott, ich muss wirklich aufpassen, was diese Dinge angeht mit dem vorsichtig bewegen. Ah, das habe ich noch nicht ganz raus. Ja, wie dem auch sei, lasst mir doch eure Meinung da und ich hoffe, wir können uns das nächste Mal wieder begrüßen, wenn ich sage, willkommen zurück zu Heavy Rain. Ciao, ciao, euer Phoenix.